So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich muss ja mal mein Fenster hier anordnen. Wartet kurz. Jetzt nervt doch nicht so, Leute. So, zu einer weiteren Folge mein Test. Cool, diesmal behält er sich das Fenster sogar, obwohl ich es gerade. Was ist denn? Was ist denn los mit diesem OBS? Erst verliert das Fenster und jetzt hat das Fenster sogar schon ein Pausenmenü. Das ist ja interessant. Gab es auch ein Update? Das wäre herzallerliebst. So, dann machen wir einmal Vollbild. Das sieht gut aus. Jo, die Klonkriegerarmee ist immer noch da. Sehr gut. Bam, bam. Ach ja, da war was. Braucht mehr Holz. Wir machen mal nochmal ein 8er-Stack. Wobei das nie im Leben reicht. Aber hey, man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Was? You can get very basic armor, tools and food for free at spawn. Aha. Ist da irgendwas gegen Radiation mit dabei? Naja, müssen wir uns dann zur Not mal eine neue Höhle buddeln. Hier hinten irgendwie. Ja, ein bisschen, ja. Weiß nicht, wo keine Radioaktivität ist oder so. Oder wir buddeln uns bei dem Loch erstmal ein bisschen dran vorbei. Vielleicht geht das. Walker, was? Lesen Sie so deine Stärke, ne? Am Spawn gibt es Schilder. Wenn man die liest, dann findet man auch raus, was die einzelnen Rüstungen für Eigenschaften haben. Nö. Was bin ich? Yep. Hast recht. Hab, ne, lese recht. Schreib Schwäche. Vorher Fußtest das. Warum wird es überhaupt so warm? Alter, wir haben roten Rand. Gibt es irgendwelche Statuswerte? Wetter ist klar, Zerverlust ist 8%, was mal auch das bedeutet. Ist es jetzt warm oder sind wir. Oder ist es, weil wir tot sind? Also, weil die Herzen relativ niedrig sind? Wir essen mal was. Mal gucken, ob dann das Rote wieder weggeht. Ich schätze mal, das Rote war ja, war das für, dass unsere Herzen relativ gut abgebaut sind. Mal gucken, ob das Rote wieder weggeht. Oh ja. Okay, wenn also doch die Herzen. Okidoki. So. Also übrigens, ich habe jetzt keine attestierte Leserechtschreibschwäche. Aber ich bin einfach schlecht darin. Von daher würde ich das von mir schon behaupten. Verdammt. So. Dafür war ich aber zumindest, was Grammatik angeht, immer relativ gut, ne? Also gerade sowas wie Kommasetzung und so. Da habe ich immer alle aus meiner Klasse abgezogen. Und auch bei anderen Sachen, auf dem Schulhof zum Beispiel. Aber das ist eine andere Sache. So, hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na, Alter, ich habe schon viel Holz. Holy shit. Vielleicht brauchen wir doch ein bisschen mehr Holz hier von den Bäumen. Ich meine, gut, dafür haben wir sie ja. Wer hätte gedacht? Intuition. Aha. Oh, das war die T-Taste. Ha, guckt euch, oh, guckt euch, guckt euch. Guckt euch halt so nah an. Ja, ich bin die Männlichste zu einem Mikro. Lalalala. Okay. Wo war da? So, so. Perfekt. Ich finde es übrigens auch ultra witzig. Ich arbeite an der Schule. Und da haben wir jetzt ja auch, da erlebe ich ja hautnah mit, wie sich so das Schuldasein so über die Jahre verändert. Verdammt. Zum Beispiel gibt es jetzt immer, also geht jetzt immer mehr in Richtung von so Nachteilsausgleich. Also zum Beispiel Leute, die nicht richtig schreiben können, deren Schriftbild also kacke aussieht. Da hat man früher einfach so gesagt,
lernen halt schreiben. So ganz pragmatisch. Und heutzutage haben wir halt so diverse Nachteilsausgleiche. Das heißt also, wenn jemand halt nicht richtig schreiben kann und sein Schriftbild kacke aussieht, dann bekommt er halt einen Laptop von der Schule gestellt. So. Das heißt, wir als Admins müssen jetzt auch Geräte betreuen, die nicht für die Klassen gedacht sind, sondern die quasi für die Ausleihe sind, dass wenn Schüler halt Probleme haben, die dann zusätzlich noch ein Gerät bekommen, halt als Nachteilsausgleich. Was natürlich super stressig ist, weil, also wie gesagt, zum einen kann man natürlich argumentieren mit, klar, Leute, lernt einfach schreiben, so. Auf der anderen Seite ist es aber vor allen Dingen deswegen kompliziert, weil die Lehrer damit jetzt noch mehr zu tun haben. So, jetzt müssen sie quasi nicht nur eine Klasse unterrichten, wo ich sage jetzt mal einfach alle gleichgestellt sind. Und der halt besser ist, bekommt bessere Noten. Der schlechter ist, bekommt schlechtere Noten, weil dafür sind ja die Noten da. Das ist der einzige Sinn von den Noten. Und jetzt heißt es, nee, alle müssen gleich gute Chancen haben. Ergo müssen die Lehrer dafür Sorge tragen, dass jeder gleich gute Chancen hat. Wo ich mir aber sage, Leute, also noch praxisferner geht's halt gar nicht. Ich meine, die Lehrer sind so schon ausgelasteter, also so schon extrem ausgelastet, weil Lehrermangel, alle Lehrer sind, also zumindest bei unserer Schule, chronisch völlig überlastet. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so, sondern ich merke es auch als, also ich meine, ich persönlich habe ein relativ easy Leben. So als Admin, wir haben nicht viel zu tun. Ne? Wir leben quasi im Schlaraffenland. Aber wenn ich teilweise sehe, wie sich da die Lehrer abrackern, ist schon wirklich grenzwertig teilweise. Wie machen wir jetzt eigentlich hier die Treppen? Gute Frage. Und jetzt sollen sie noch mehr Individualunterricht machen. Zum einen werden die Klassen immer größer, so Lehrer müssen immer mehr Schüler bewältigen. Und müssen auf immer mehr Einzelheiten achten, obwohl sie gleichzeitig auch so schon immer mehr zu tun haben. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Na, also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Schüler, die Nachteile haben, diese auch irgendwie ausgeglichen bekommen. Aber ich sehe halt in der Praxis Probleme damit. Zum einen, wenn die Arbeit einfach den Lehrern übergeholfen wird, so, die haben so schon mehr als genug zu tun. Und vor allen Dingen ist halt auch die Sache mit der Praxistauglichkeit, ne? Zum einen, klar, ist natürlich schön, dass den Schülern geholfen wird, aber wenn die einfach nur, ich sag jetzt mal, unfaire Vorteile bekommen, dann bringt es denen ja unterm Strich gar nichts. Weil klar, sie kommen in der Schule besser klar, keine Frage. Aber später in der Praxis, also im richtigen Arbeitsleben, da ist es dem Arbeitgeber völlig egal, ob jemand gehandicapt ist oder nicht. So, wenn er keine Performance zeigt, dann wird er halt gekickt. Bumm, das war's dann. Deswegen sollte man lieber eher darauf achten, dass solche Schüler nicht einfach, ja, Vorteile bekommen, sondern einfach mehr gefördert werden. Dafür aber auch denn, wenn sowas wirklich durchgezogen werden soll, dann noch mehr Personal bereitgestellt wird. Privatunterricht, Nachhilfe, sowas halt. Sprich also zum Beispiel, wenn jemand nicht richtig gut schreiben kann, dass man ihm denn nicht Hilfsmittel gibt, womit er noch weniger schreiben muss, wodurch er es noch weniger lernt, sondern ganz im Gegenteil, ihm Privatunterricht zur Verfügung stellen, wo er das Schreiben gezielt üben kann. So, das wäre vielleicht eher ein sinnvoller Ansatz, weil dann bekommt er nicht einfach nur bessere Noten, weil er bessere Noten bekommt, sondern er bekommt bessere Noten, weil er es auch tatsächlich kann und kann das dann auch später in der Praxis einsetzen. So, ja. Na, I don't know. So, wir haben jetzt erstmal die ganzen Leitern geklaut. Oh, da ist noch ein Dirt Block. Scheiße. Wir müssen mal gucken, wie machen wir es eigentlich mit den Leitern? Also eben die Frage ist, machen wir einfach eine Leiter hoch? Nee, ne? Leiter ist leider schon ein bisschen kacke. Wir wollten ja schon so eine richtige Eingangstür machen. Das heißt, ich würde hier an der Stelle. Ich glaube, hier machen wir eine Leiter hin, weil das zum Baumhaus irgendwie dazugehört. Aber innerhalb des Baumhauses machen wir eine klassische Treppen. Klingt für mich erstmal so gut. Dann würde ich hier aber vielleicht auch so eine Plattform ranbauen.
Ich würde vielleicht sogar überall eine Plattform ranbauen, so eine Art Veranda. Die kommt dann einfach ran da. Ja. Ey, aus! Bitte Katze. Machen wir auf jeder Etage eine Veranda? Ich würde dann die Veranda auch bloß unser Ostlets machen, sodass sie ein bisschen flacher aussieht, weil so mit ganzen Blöcken sieht einfach zu fett aus. Dann weiß ja jeder gleich, dass ich da drinnen wohne. So, muss ja nicht sein. Ich mache mal kurz ein paar Slats. Genau. Gib mir mal so ein paar. Und noch ein paar mehr. Weil es geil ist. Und ganz ehrlich, danke. So. Ich würde ungefähr. Leck mich am Arsch. F5. Deine Mutter. Verdammt. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, das ist 23. Ne, ich glaube mal 20 kriegen wir nicht hin, weil 20 wäre so auf dem Boden klatschenderweise, ne? Ja, genau, das ist 3, das heißt, das ist 2 und das müsste 0 sein, genau. Jetzt die Frage, wenn wir das Ding einfach kopfüber spiegeln, was wäre die niedrigste Nummer? Ja, jetzt haben wir überall irgendwelche Slabs rumliegen, Alter. Geht aber gar nicht. Weg mit dir. Weg mit dir. So, was ist die niedrigste Zahl? Wir haben 22. Das heißt, Modular 4 wäre 20. Wir brauchen also die 20er-Variante. Und da das 22 ist, müsste 20 genau gegenüberliegend sein. Also so rum. Tada! Bin ich King of Mathematik oder was? So, das heißt, diesen Block müssen wir jetzt kopalieren. Kopiert. Abbauen. So, der muss hier mal außen ran. Ungefähr so und so. Machen wir den Balkon 2 oder 3? Doch, 2 sieht schon besser aus. 3 ist. 2 oder 3 sage ich schon. 2 oder 1. Also 3 ist definitiv zu groß. So, 2 ist eher so. Die Frage ist halt, wie gesagt, machen wir jetzt auf jeder Etage eine Art Balkon oder nur. Auf die unterste Etage. Ich glaube auch, wir machen das Ding hier mal lieber durchgezogen. Ne? Das heißt, hier kommt auch noch einer hin. Ja. Was? Leute. Deswegen spiele ich privat mittlerweile nur noch ohne Ton. Das ist ja schlimm, die ganze kosmische Strahlung hier. Da hörst du Töne im Kopf. Die gibt's gar nicht. Und dann wundert sich, warum so viele Leute von UFO-Sichtungen berichten. So. Ich meine, wir könnten das Ding sogar komplett einmal rumziehen. Also quasi hier deine Mutter verbinden, ungefähr so. Also von unten sieht es schon mal geil aus. So mit den halben, mit den Slabs sieht schon ganz cool aus. Und ja, ich glaube, ich verbinde die Dinger einfach. So. Schön hier die Fackeln ausweichen. Mordsdinger. So, und jetzt hier noch. Voilà. Jetzt haben wir schon mal eine schöne Plattform. Ich glaube, wir machen das erstmal nur bei der untersten Etage. Bei den oberen würde ich tatsächlich. Würde das schon geil sein, wenn die auch oben sind, ne? Ja, doch, ich mach's auch oben. So, aber nicht jetzt. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken wegen Eingang. Das heißt, wir haben nämlich jetzt hier die Plattformen. Und dann würde ich mal sagen, das Ding hier kommt weg und stattdessen machen wir. Oder wir machen die Leiter außen ran. Das macht ganz viel Sinn. Haben wir noch Leitern? Ich glaube, im Ofen. Danke. Jetzt hör mal zu, Junge. So, schön mittig. Verdammte Scheiße. Nee, geht nicht. Dann muss ich wohl meinen kleinen Geheimtrick nutzen. Und zwar gucken, ob die überhaupt funktioniert. Wenn ich jetzt hier Erde ran klatsche. Da. Da und daran mache, jetzt wegnehme. Ah, bleibt. Sehr geil. Yay. So, voilà.
Dann sind wir hier draußen auf der Plattform und hier ist dann die Haustür. Ist doch geil. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Was mich jetzt schon noch interessieren würde, kann man diese Leitern eigentlich drehen? Da brauchen wir einen Schraubendreher für. Haben wir einen Schraubendreher? Nö. 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 Oh, wir haben sogar mehr Leitern. Heilige Scheiße. Deswegen waren die Dinger im Ofen drinne, weil wir so viele haben. Hallo. Wir haben keinen Schraubendreher. Dann geben wir mal kurz ein bisschen Eisen. Dankeschön. Da einer reicht vollkommen aus. So, einmal das und einmal das. Geh mal nach Amanakäum. Da. Noch da. 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 Danke. So. Ich würde jetzt gerne mal eine Leiter rotieren. Das war schon mal falsch. Dann machen wir mal Rechtsklick. Sieht richtiger aus. Holy shit. Man kann den gar nicht irgendwie. Wo ist eine Achse? Also die Achse ist, wenn ich das Linksklick mache, bei Linksklick rotiert er um die Achse, oder? Links dreht die Seite. Ach so, rechts dreht die Achse. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal die Seite. Wir wollen die Achse rotieren. Aber so wechselt er dann noch zwischen diesen beiden Dingern. Eigentlich müsste er jetzt noch mehr rotieren. Das Ding fällt sich gerade super komisch, egal wie ich rotiere. Ich versuche die Leiter quasi so zu rotieren, dass sie quasi nicht nach von oben nach unten geht, sondern von links nach rechts. Aber ich glaube, das lässt die Leiter gar nicht zu. Kann das sein? Nein, ist tatsächlich gesperrt. Ich kann klicken, wie ich möchte. Ich kriege das Ding nur so im Kreis gedreht, so wie es jetzt gerade ist, oder nach oben und nach unten. Also der kennt nur sechs Richtungen. Obwohl der normale Blöcke, also was ich, ne, damit ihr versteht, was ich versuche zu machen, ist, wenn ich jetzt hier diesen Block habe und der geht von oben nach unten, also ist jetzt so, dann versuche ich den quasi genau so zu drehen. Allerdings lässt ihr halt nur das zu. Und das. Und das war's. Auf Linksklick reagiert er halt gar nicht. Beziehungsweise macht er auch nur die komischen Sachen. Ah, sehr hässlich. Gut, weil ich wollte nämlich die Leiter hier als Zaun benutzen, weil das wäre optisch halt, halt optisch voll funktioniert. Also, ja, hätte halt funktioniert. Aber es geht wohl nicht. Scheiße, was nehme ich denn dann als Geländer? Was haben wir denn hier so für Fancy Fences? Small Fence Corner. Ich meine, können wir das jetzt tatsächlich machen? Was wäre. Nee, das sieht zu sehr nach Garten aus. Ich glaube, wir gehen doch schon mit den Dingern hier. Die sehen optisch schon eher nach dem Look and Feel aus, das ich möchte. Okay, was braucht man da? Ach, man baut natürlich Zäune aus Zäune, ganz klare Sache. Alles. Was?
Ach so. Ja gut, man braucht speziell diese Apfelbaum-Dinger. Haben wir so viele Apfelbaum überhaupt? Nee, ne? Müssen wir erstmal auf die Ostner ausgedehnte Apfelbaumholztour gehen. I don't know. 20 wird nie um dem reichen, ne. Da brauchen wir sowas von viel mehr. Verdammt. Gut, dann schmeißen wir erstmal hier ein bisschen Sachen rein und machen uns mal unser Inventar ein bisschen leerer. Und dann gehen wir mal auf eine ausgedehnte Holzsammeltour. Da, die wird dann mal gar nichts gebracht. Unsere Meat Lady ist weg. Sad life. Ja, wie gesagt, ist halt bei öffentlichen Servern ist halt immer schwierig. Mit Haustieren und so. Da muss man halt damit rechnen, dass sie getötet werden. So, die Tier kommen hier rein. Warum haben wir überhaupt dabei? What the fuck, dude? Du kommst noch da. Du na, kommst auch noch da. Komm, mal hier. Werkzeuge, komm hier rein. Bumm. Bumm. Fackel nehmen wir mal jetzt aber mit. Wir brauchen eine Axt. Die haben wir. Nahrung haben wir auch. Den nehmen wir auch mit. Du kommst noch da, du noch da. Leiter können wir auch mitnehmen, weil wir so hochbauen müssen auf die ganz schnelle Tour. Du kommst noch da. Hier sind noch unsere Felder, müssen wir auch mal gucken. Ja, sieht gut aus. Hier haben wir ein bisschen was. Da vorne ist schon wieder Krokodil Hunter. Ist ja auch ein neues Haus. Lol. Von Jojo, die Grüße, Jojo Uwu. Ein Weihnachtsgeschenk für Volker. Ein Geschenk für Volker. Lol, die habe ich noch gar nicht gesehen. Bitte nichts klauen. Sollen wir jetzt nichts klauen? Oder ist das für uns und andere wollen nicht klauen? Von Jojo. Liebe Grüße. Holy shit. Okay, da war jemand fleißig. Kleider? Ach, Kleider. So, also hier so zum Fliegen. Lol. Er hat aber eine Menge Sachen gebaut. Holy moly. Lampe, 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 Lampe. Hä? Also man kann Lampen stacken, aber warum hat er denn nicht alle einzeln gepackt? Vielleicht wollte er den ganzen Platz ausnutzen? Und abgeschlossene Truhe. Ja, die werden wir noch eine abgeschlossene Truhe. Die werden wir sogar brauchen, um die ganzen Stuff hier erstmal einzuordnen, weil unsere Kisten sind voll. Ha! Der war gut. Gut, dann machen wir es am besten auch direkt mal. Ich pack die Kisten erstmal. Genau, hier ist unser Gebiet. Ich pack die Kiste erstmal hier hin. Ungefähr so. Batman. Hui. So. Ah, die Dinger sind cool. Die habe ich ja auch in meinem Let's Play, in meinem Creator Server Let's Play gezeigt. Glaube, weiß ich gar nicht. Doch, habe ich glaube gezeigt. Oh, und eine Säge. Die wird uns früher oder später auch noch sehr gut kommen. So. Ey, auf, Ende, Flito. Achso. Er ist offline now. So. Und dann kommt das in die andere Kiste. Was siehst du? Die Lampen stecken alle. Aber wahrscheinlich hat er das gemacht, damit die beiden Kisten voll aussehen. Weiß nicht, rein zufällig daher, weil ich sowas sogar gelernt habe als einzelhandelskaufmann, dass wenn man irgendwelche Regale hat im Laden
und man 5 Cola-Dosen hat, man die nicht hintereinander stellt, sondern vorne am Regal nebeneinander stellt, selbst wenn es hinten leer ist, sieht es der Tropfen von vorne voller aus. Logisch. Ja. Gut. Wenn ich jetzt die Kisten abbaue, sind die schneller weg, ne? Oh, nee, sind sie nicht. Vielen Dank. Jojo. Ich hoffe, der heißt auch Jojo. So ist nicht jetzt hier, Jojo. Oder gehört das Uwe dazu? Ich glaube, das ist Jojo oder Uwe. Ah, gute Frage. So, easy. Jojo ist ein guter Mann. Oder Frau. Wobei Jojo klingt eher wie... Gute Frage. I don't know. So. Okidoki. Genau. Wir wollten auf... achso, siehst du? Ist hier zufällig Apfelholz dabei? Diverse Reisenetzboxen in verschiedenen Farben. Oh, Alienblock. Wow. Das ist ein Magic-Ding. Und wir noch ein bisschen Holz bekommen. Jo, dann würde man sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann mal ein bisschen auf Reise begeben und wie gesagt normale Apfelbäume suchen. Also jetzt nicht die Apfelbäume da, sondern diese ganz normalen, einfachen Maitest-Bäume. Weil die brauchen wir ja speziell für diese Zäune denn. Und ich glaube, wir müssen die drei Bäume, die haue ich ab. Die mache ich weg. Die sind spätestens jetzt fürs Geländer, genauso wie die Bäume hier, sind die einfach zu nah. Dann haben wir hier vorne noch zur Not unsere Bäume, bitte, wenn wir Holz brauchen oder so. Wobei bei dem Baum da hinten kommen wir eh nicht ran, wohl Radioaktivität und so. Was eine Scheiße ist das mit der Radioaktivität gerade. Aber wie gesagt, das muss neu sein, das muss eine neue Mod sein oder sowas, weil... Das hat man in den vorigen 16 Folgen auf jeden Fall nicht gehabt. Ja, wie gesagt, und dann, genau, Holztour. Dann gucken wir mal. Genau, ob wir denn noch die Veranda hochziehen oder gleich bezäunen oder. Ja, mal gucken. Bis dann.